Ja, hallo, hallo, war ein neues Video. G und L heute. Doheny. Doheny, Doheny. In Deutsch sagen wir Doheny, ne? So, habe ich hier in zwei Versionen, wie ihr seht. Einmal in Olympic White, im olympischen Weiß, mit Ahorn gesiftet. Und dann einmal in diesem Surf Green, also Surf Grün, mit einem Kirsch gesiftet. Brazilian Sherry ist brasilianische Kirsche. Ich wollte gerade Kirche sagen. Brasilianische Kirche. Und ob die unterschiedlich klingen, das testen wir mal eben schnell. Halston dann immer. Mitte. Und Steg. So, ob die jetzt groß unterschiedlich klingen, das könnt ihr jetzt selber entscheiden. Ich selber mag die mit dem Ahorn Grifted einfach ein bisschen lieber. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Ahorn Grifted voll lackiert ist. Wir gehen jetzt mal durch die Spezifikation, ja? Also, das ist die G&L Doheny, ja? Mit einem Ahornhals, das haben beide getan. Auf dieser hier haben wir ein Ahorn Grifted mit schwarzen Inlays. Auf dem anderen haben wir ein brasilianisches Kirsch. Griffbrett mit weißen Inlays oder Perl, ja, so Pearl-Inlays. Auf beiden Gitarren haben wir diesen Knochensattel oder Knochenimitat. Ich bin mir nicht ganz sicher. 21 Bünde. Die Mensur ist 25,5 Inch. Was ist das jetzt nochmal in Millimetern? Leo Fenders MFD Pickups, das heißt Magnetic Field Design Jazz Pickups, also magnetisches Feld designed. Der Korpus besteht aus Linde. Wir haben ein G&L Dual Full Chrome Vibrato. Drei Wegeschalter, Lautstärkeregler und das PTB-System. Ja, also ein Tonregler für die Höhen und ein Tonregler für die Bässe. Was kann ich ergänzend dazu sagen? Ich habe jetzt hier so eine englische Seite, die G&L-Seite, aufgehabt mit den Spezifikationen. Ja, die sind eigentlich, da fehlt einiges, finde ich. Bei dem G&L Full Chrome Vibrato kann ich zum Beispiel sagen, dass wir auf der Rückseite, also wir haben hier einen massiven Messingblock. Ich bin der Meinung, das ist Messingblock. Ein Messingblock. Auf jeden Fall massiv. Und ich bin der Meinung, ich merke den auch total im Sustain, ja, wie lange die Töne klingen. Und allgemein einfach ein bisschen mehr länger alles und lauter kommt mir die Gitarre vor. Das Vibrato selber übrigens super, sehr, sehr, sehr stimmstabil, ja. Und fühlt sich einfach sehr gut und geschmeidig an. Ja, gar nichts, ne? Hat sich gar nicht verstimmt. Also es ist wirklich, und es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Es ist ja ein G&L eigenes Vibrato, also woanders bekommt ihr das gar nicht. Und ich muss sagen, das ist wirklich eins meiner Lieblingsvibratos bisher überhaupt, auch wegen diesem massiven Messingblock. Richtig, richtig gut. Ich möchte sowieso mal jetzt die guten Sachen alle aufzählen. Die Pickups finde ich schon mal super, kommen wir gleich zu. Das PTB-System bei G&L finde ich sowieso geil. Wir können einmal die Höhen rausnehmen, wie wir wollen. Musik.
Und wir können auch die Bässe rausnehmen, wie wir wollen. Und so können wir uns unseren Lieblingssound mixen. Oder falls uns auf der Bühne irgendwie auffällt, dass wir zu viel Bässe haben, nehmen wir ein bisschen Bässe raus. Versucht das mal mit normalen Tonregler. Das funktioniert nicht so. Ja, finde ich super. Gerade jetzt hier die Bässe an meinem Bugera Tri-Rack, der neigt sowieso ein bisschen zu viel Bässen. Verarbeitungstechnisch richtig gut, ja. Also wir haben hier ein bisschen abgerundete Bundenden, Griffbrettenden, Kanten. Die Bünde super bearbeitet, absolut Hochglanz. Das Griffbrett selber, wie gesagt, hier auf dem Ahorn-Griffbrett, Hochglanz lackiert, richtig, also spiegelgleich. Und auch vom Spielgefühl her favorisiere ich ein bisschen dieses Griffbrett dadurch. Ist einfach viel glatter und geschmeidiger nochmal. Wie gesagt, der Sattel, Knochen, super bearbeitet, verstimmungsfrei eigentlich, das Tremolo. Auch der Seitenniederhalter hier, der ja gerne mal an ein paar Gitarren, die ich schon hier hatte, zur Verstimmung sorgt, hier nicht. Also keine Kanten, nichts ist scharfkantig oder so, schön entgratet. Die Saiten können schön sauber durchgehen. Stimmmechaniken arbeiten super. Gitarre ist übrigens gebaut in Indonesien. Ja, sowieso eigentlich, was ich jetzt bis hier jetzt so hatte, Indonesien stach immer heraus für mich qualitativ. Und das sehe ich auch hier wieder. Ja, kopflastig auch nicht, ne? Hat sie keinen Bock drauf, kopflastig zu sein. Das finde ich schön. Lackierung schön gemacht. Gewicht ist dieses hier. Sehr angenehm. Genau richtig für meinen Geschmack. So, Halsprofil. Halsprofil interessant. Also, was heißt interessant? Immer interessant für mich, das zu beschreiben. Also ein C. Ein nicht zu dickes C. Es tut mir leid. Das ist Halsprofile. Versucht mal selber ein Halsprofil zu beschreiben. Das ist nicht so einfach. Und zu zeigen auch nicht. Aber es ist ein schönes C. Kein Baseballschläger. Also ich denke, jeder wird damit zufrieden sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er dünner wird. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Oder er bekommt mehr Schultern, je näher ihr zum 12. Bund geht. Auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist immer so ein bisschen, Hälse zu beschreiben, Katastrophe für mich. Eigentlich müsste man das immer ein bisschen nochmal selber ausprobieren. Ich kann euch das vielleicht zeigen, ja. Ich kann euch den Hals irgendwie so ein bisschen zeigen. Aber ob ihr da jetzt ein Gefühl für bekommt, ich bezweifle das, ja. Egal, was ich hier mache. Tut mir leid. So, wir machen jetzt mal Sounds. So, zweiter Kanal und wir fangen mit dem Steg an, ja. Thank you.
halt! Ja, auf jeden Fall. Electric sehr effektiv. Also ich bin jemand, der eigentlich fast gar nicht den Tonregler normalerweise benutzt. Lautstärkeregler schon, Tonregler nicht so viel. An der Gitarre bin ich ständig mit dem Tonregler in der Gänge. Gerade was die Bässe angeht, ich habe es ja schon erwähnt, Bruguera neigt zu Basslastigkeit. Hier, in meinem Raum hier. Mit der Gitarre schön rauszunehmen, ja. Auch der Lautstärkeregler sehr effektiv, ja, hat einen sauberen Spielbereich, also einen Wirkungsbereich, ja, also nicht irgendwie tot und an die Gitarre, sondern wirklich. Kann sauber hier meine Verzerrung steuern am Amp. So, wir machen mal jetzt den dritten Kanal. Mal gucken, was da metalmäßig geht. Mein Amp ist immer schön auf Humbucker eingestellt. Humbucker Sounds. Und ich habe das Gefühl, wir haben hier ein bisschen zu viel Präsenzen jetzt drin. Okay, ich habe so ein bisschen die Präsenzen rausgenommen, ja? Okay, ja, geht doch, oder? Wir machen mal Mittelstellung. Allgemein ein bisschen das Gefühl, ich habe hier zu viel Höhen und Präsenzen für den Kanal. Ich habe hier Präsenzen schon ein bisschen rausgenommen, Bugerda. Wir nehmen mal ein bisschen an der Gitarre raus. Können wir ja. Also ich kann selbst im Metal-Kanal noch mit dem Lautstärkeregler fast in Richtung Clean gehen, ja? Okay, also, ansonsten kann ich euch das Ding absolut empfehlen. Was ist denn der Einkaufspreis, Verkaufspreis hier? Der offizielle Preis hier beim Musikwein ist 599 Euro. Dafür bekommt ihr ein super Tremolo, also eine Gitarre. Nee, ihr bekommt ja nicht einfach ein Tremolo. Ihr bekommt eine super Gitarre, voll ausbalanciert, mit Top-Verarbeitung, mit einem super Tremolo, mit massivem, großen Messingblock, voll funktionsfähige Elektronik. Wirklich, ich finde die G&L-Elektronik super mit Höhen und Bässen. Richtig, richtig gut. Pickups. Finde ich auch gut. Ja, haben was Eigenes. Das sagen auch G&L auf ihrer Seite. Es ist was, ja, was Eigenes einfach, ja. Müsst ihr mal selber gehört haben, getestet haben. Ja, Bundverarbeitung, alles super. Hals fühlt sich richtig gut an. Stimmmechanik arbeiten. Also, ne, mal ganz kurz. Kaufempfehlung. Ja? So, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ja, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare unten. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, habt einen schönen Tag. Ja, das war's schon, oder? Dankeschön.